5.55 Uhr und ich bin schon seit circa 20 Minuten auf. In einer Stunde werde ich nämlich aufbrechen nach Wien, um gemeinsam mit Christian Schütz 5 Videos zu drehen. Ich habe mir gedacht, das ist doch eine sehr tolle Gelegenheit, euch das mal zu zeigen, wie so ein Drehtag abläuft. Zuerst wird aber gefrühstückt, damit ich ein bisschen Power habe. Ich mache mir so einen Haferschleim mit Chiasamen, Milch, ein paar Trockenfrüchte, ein paar Beeren. Das esse ich gleich und danach werde ich eine Runde meditieren und dann geht es schon ab ins Auto. Wie schaue ich denn schon wieder aus? Ich werde mir auf der Fahrt wieder einen Podcast reinziehen, damit mir nicht so langweilig ist. Ich höre gerade nämlich die Biografie von Elon Musk. Sehr interessant, sehr inspirierend. Los geht's. Ich bin in Wien angekommen beim Christian. Christian? Der Christian hat übrigens auch mein Rudi Punkenau Video mitgemacht. Genau. Ja. Genau. Und das ist das Setup. Das sieht keiner. So, Setup. Da war das erste Video. Es ist alles schon wunderbar hergerichtet. Draußen sind die ganzen Pakete für die einzelnen Rezepte. Wir beginnen jetzt mit dem ersten. Es ist 8:30 und wir haben jetzt 8 Stunden. 8 Stunden für 5 Rezepte klingt sehr viel, wird aber wahrscheinlich knapp. Bin erleuchtet. Ja. Hallo liebe Freunde, zu einem neuen Video. Sehr lecker, also lecker, ziemlich fett. Hallo Freunde, zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute, wie man mit Chiasamen einen leckeren Pudding macht. Hallo liebe Freunde, zu einem neuen Video. Dieses Video wird aus... So, der Kuchen ist aus dem Rohr draußen. Wir haben schon die erste Aufnahme vom Chia-Pudding-Video gemacht. Und jetzt mache ich die zweite Aufnahme fürs Brot. Wie ihr seht, das sind immer wieder stückchenweise mache ich die Videos, weil sich das sonst zeitlich nicht ausgehen würde. Ich bin sehr dankbar, dass wir das heute alles machen, weil zu Hause wäre das nicht möglich. Vielen Dank, Christian. So, wir tun jetzt weiter. Ich backe jetzt ein Brot und ihr werdet sehen, dieses Brot wird ein besonderes Brot. Mein Magen knurrt übrigens schon, ich habe schon sehr viel Hunger. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt brav! Meine Frisur wird immer schlimmer, aber wir haben schon ein Video ganz fertig, drei Videos fast fertig und jetzt werde ich zum ersten Mal was essen, nämlich dieses leckere Buchweizenrezept, auf das ihr schon 5 Jahre wartet. Das werden wir jetzt essen und dann werde ich auch ein Glas Wasser trinken, habe ich auch schon eine Weile nicht getan. Ich bin sehr zufrieden. Es ist wie gesagt 13 Uhr, es ist fast alles fertig. Wir brauchen sicher noch 2 Stunden, maximal 3, aber sehr gut in der Zeit. Jetzt machen wir für 3 Videos die Finalisierung, nämlich diesen Kugelhupf. Den werden wir jetzt noch gleich mit Zucker bestreuen. Dann haben wir hier das fertige Brot und unser Pudding. Wir haben noch 4 Stunden. Bis dahin, alles Gute, bis bald, tschüss. Jetzt machen wir diese Aufnahmen, diese schönen Slide-Aufnahmen, die dauern immer relativ lange, weil man eben nicht nur die Aufnahmen macht, sondern man macht auch die Fotos, das Thumbnail, sehr viel immer zu tun. Das machen wir jetzt noch für 2 weitere Rezepte. Ich habe schon eine Nachspeise gehabt, nämlich diesen leckeren Kuchen, leckerer Marmorkuchen, leckerer Kokosgeschmack. Da könnt ihr euch drauf freuen oder ihr habt euch schon gefreut, weil ihr es schon gesehen habt. Wir tun weiter. Das letzte Video ist fast im Kasten. Ich mag nicht mehr angeben, aber 5 Videos an einem Tag ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, es geht noch mehr. Ja, nicht falsch. 17:28 Uhr, jetzt müssen wir noch alle Daten überspielen und rüberspielen, auch einen Stick spielen, aber wir haben es geschafft. Sehr, sehr glücklich. Ich weiß nicht, ob ich mir das eingebildet habe oder das wirklich passiert ist. Bin sehr dankbar, dass wir alles geschafft haben. In einer halben Stunde fahre ich nach Hause und dann werde ich vermutlich tot umfallen. Es ist 19 Uhr, ich habe schon eine Weile nichts mehr gegessen. Das letzte war der Oreo-Kuchen ein Stückchen. Jetzt fahre ich heim. Ich habe noch ein bisschen mit Christian und seiner Freundin geredet. Es war ein ziemlich schöner, ziemlich fordernder Tag. Jetzt freue ich mich, dass ich heimkomme. Hörbuch am Start und los geht's. Ich habe eine schlechte Nachricht. Sie ist so schlecht, dass ich schon fast lachen muss. Ich glaube, ich habe den USB-Stick mit dem ganzen Videomaterial
beim Christian vergessen. Ich werde jetzt alles ausräumen in der Hoffnung, dass der Christian mir den USB-Stick irgendwo reingesteckt hat und wenn nicht, dann habe ich ein gelinde gesagt ziemlich großes Problem, aber es gibt keine Probleme daraus. Ja, ist der USB-Stick bei dir im Rechner drin? Und viel schlimmer, ich habe das Ladegerät und den Akku von der Kamera auch bei ihm vergessen und das ist wirklich blöd, weil das heißt, ich kann überhaupt kein Video machen. Und deshalb muss ich auch mit diesem Video jetzt schon aufhören. Ich werde jetzt noch eine ganz Kleinigkeit essen, Laugensemmel mit Hummus, das war's für heute. Alles ausräumen und dann werde ich noch ein bisschen arbeiten und dann war's das für heute. Aber man darf sich von dieser negativen Nachricht nicht den Abend vermiesen lassen. Es war ein sehr, sehr toller, sehr, sehr produktiver Tag und vielleicht habt ihr auch Spaß gehabt beim Zusehen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt und ich wünsche euch alles Gute.